Das heißt, wenn ich den jetzt hier abbaue und den hier drauf setze, müsste doch genau, dann laufen drei Stück gleichzeitig und baut das ganze Zeug ab. Jo Leute, herzlich willkommen zu einer Folge No Gravity. Heute mal wieder alleine, weil irgendwie keiner Zeit hat, aber später werde ich noch mit Daros aufnehmen. Wop, aber jetzt sammeln wir uns noch das restliche Holz ein. Es gibt ein paar Sachen, die ich jetzt auch in anderen Folgen gemacht habe, also von anderen zum Beispiel, oder mal offscreen, zwar hier weitergebaut, ein bisschen. Ich will hier auf eine Seite ein Lager reinbauen. Allerdings mit einer Pistentür, so dass man das nicht sofort findet, falls jemand klauen will oder so. Dass es sozusagen ein geheimes Lager ist. Allerdings brauche ich dafür ja erstmal Sticky Pistons. Und ich habe bis jetzt noch keine Slimes gefunden. Ich habe jetzt noch Halbzwilling gefragt, ob er nicht mal irgendwie noch ein Rezept implementieren will, dass man sich Slime Balls einfach selber craften kann. Das wäre ziemlich nice. Irgendwie, keine Ahnung, aus Holz, Wasser und Erde oder so. Dass das dann sozusagen die Brühe ergibt, die dann zum Slime wird oder zum Slime Ball wird oder so. Ja, so hätte ich mir das jetzt gedacht. Ich hoffe, das klappt. Wenn nicht, müssen wir Ewigkeiten suchen. Bis jetzt echt noch überhaupt nichts gefunden. So, aber wir gehen jetzt noch mal zu unserer kleinen Farm. Da ist ja ziemlich viel gewachsen. So, da habe ich nämlich auch was Neues gebaut. Und zwar hier ein Harvester. Ich will aber noch ein paar mehr, deswegen habe ich hier freigelassen. Da werden wir jetzt nämlich noch zwei bauen. Also ich habe jetzt gerade zwei Stück, also Material für zwei Stück am Start. So, wo ist denn jetzt hier der Dropper? Den brauchen wir. So, dann stellen wir hier jetzt mal den Dropper hin. Also, ich habe jetzt hier Dispenser, Goldhose und Cobblestone brauche ich. Das heißt, wir machen hier jetzt Dispenser hin. Da Goldhose. Und drumherum kommt Cobblestone. Wenn wir jetzt hier das Ding drauf werfen, haben wir einen Harvester. Und das Ganze machen wir jetzt nochmal. Na komm her. Oh, Dispenser hier, Dropper. Wo? Da ist wieder eine Sternschnuppe runtergekommen. Dispenser. Goldhole. Und Cobblestone. Und jetzt kommt das hier drauf und dann hätten wir den zweiten Harvester. Die Harvester setzen wir jetzt einfach mal hier daneben und hier daneben. Und jetzt, ich zeige euch das kurz mal, wenn ich jetzt draufklicke, fährt der Harvester hier rum und baut volle Sachen ab. Das heißt, ich bräuchte theoretisch hier gar kein Ding mehr. Moment. Das heißt, wenn ich den jetzt hier abbaue und den hier drauf setze, müsste doch genau, dann laufen drei Stück gleichzeitig und baut das ganze Zeug ab. Ich bräuchte jetzt natürlich noch ein Vakuum-Dropper. Hopper. Warum sage ich immer Vakuum-Hopper? Dropper. Das heißt ja Vakuum-Hopper. So rum. Vakuum-Dropper, Vakuum-Hopper. Leicht verwirrend. So, aber ich suche jetzt mal hier noch ein paar. Genau, hier sind ein paar viele Sachen gedroppt worden. Und zwar mache ich hier jetzt weiter. So, zack, zack. Dann kommt hier jetzt wieder Zeug hin. So. Und dann hätten wir jetzt drei Stück. Jetzt kommen auf die andere Seite noch drei Stück. Ich werde einmal versuchen, dass ich irgendwie hinkriege, dass ich alle mit Redstone verbinde. Und dann nur zum Beispiel hier in der Mitte irgendwie auf einen Knopf drücken muss oder so.
Mal gucken. Oder seitlich irgendwo. Da hinten hätten wir dann halt noch die Melonen. Und dann muss ich halt natürlich einen Vakuum-Hopper irgendwie, ja, bauen. Aber das geht nur mit Enderperlen, und Enderperlen habe ich nicht. So, aber wir suchen jetzt mal die Stelle, wo die Sternschnuppe runtergekommen ist. Ich glaube nicht, dass ich die jetzt noch finde. Ah, vielleicht haben wir Glück. Es muss ja eigentlich irgendwo in der Nähe sein. Ja, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass wir die finden. Aber, Leute, vielleicht finden wir einen Enderman. Das wäre extrem nice. Ich brauche auf jeden Fall Enderperlen. Wenn wir jetzt irgendwie einen Enderman finden würden, das wäre ultra. Ultra wäre das. Da ist nur ein Zombie. Oh, Glück gehabt. Scheiße. Da haben wir jetzt echt Glück gehabt. Boah. Aber ich fall auch überall runter, ne? Ja, ich gehe jetzt mal in die Höhlen rein, die ich da vorhin gesehen habe auf der anderen Seite. Vielleicht kommen wir da ein bisschen weiter runter. Denn ich brauche auch noch Gold für Powerschienen. Power Rails. Hier könnte doch was. Ne, hier ist nichts. Naja, vielleicht hier. Nein, da war schon einer drin, glaube ich. Ja. Aber Wayne, da gehen wir jetzt trotzdem rein. Und man verliert so viel Hunger. Es ist unglaublich. Ey, was ist da los? Ich darf nicht so viel rennen. Nee, okay, da ist nur ein Durchgang. Gar nichts ist da. Gar nichts. Scheiße. Ah, nee, ich dachte, das wären jetzt mal gescheite Höhlen. Jetzt ist da überhaupt nichts drin. Und schon wieder eineinhalb. Das gibt es nicht, Leute. Das gibt es nicht. Das ist doch echt unnormal. Naja, okay. Aber irgendwie Monster spawnen hier auch keine. Was ist denn los, Mann? Ich gehe jetzt mal hier hoch. Wir gehen jetzt auf Monsterjagd. Ich brauche Enderman. Aber irgendwie, keine Ahnung. Der Server ist so auf hart. Aber irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie spawnt nichts. Naja, gucken wir einfach mal weiter. Ich könnte drauf schwören, dass hier überhaupt nichts spawnt. Aber das wäre dann unser Pech. Ja, mal ab und zu mal ein Creeper. Aber wir brauchen keine Creeper. Wir brauchen was anderes. Da ist eine Kuh, die schwebt da immer noch. Ist es immer noch dieselbe, die wir mal angehittet haben? Könnte ich mir gut vorstellen. Ey, hier ist echt nichts. Ich gucke jetzt mal ein bisschen rum. Aber es ist wirklich überhaupt nichts, ne? Und da wird es wieder hell. Ja, okay. Nee, wir gehen wieder zurück. Dann war das doch mal Fail. Mann, 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 wir brauchen Enderman. Ich verstehe nicht, warum hier keine Enderman spawnen. Ganz am Anfang, der uns getötet hat in der ersten Folge. Das war der einzige, den ich gesehen habe. Oh, das ist ein Mini-Zombie, den töten wir mal. Vielleicht droppt er was Gutes. Ja, ja, nee, der hat nichts gedroppt. Schade. Aber ist jetzt auch egal. So. Okay, ich hätte dann noch ein bisschen Holz. Dann könnten wir theoretisch, aber nur theoretisch, hier mal weitermachen. Und zwar das tolle Zeug hier, dass wir hier mal ein bisschen weiterkommen. So. Zack, zack, zack. Nee, das war falsch.
Das war falsch. Zack, zack, zack. Und das sieht echt komisch aus. Sollen wir einfach hier noch ein... Ich bin mir nicht... Ja, komm, egal, dass es gut aussieht. Noch hier einen noch hin. So. Ich werde hier jetzt trotzdem mal... Zack, zack. Ja, das sieht... So sieht das nicht gut aus. Ich muss hier auf jeden Fall noch ein Holzteil hinmachen. So. Dass es dann wieder symmetrisch aussieht. So, ansonsten habe ich hier noch, genau, ich habe hier noch Birkenholz. Dann können wir hier den Boden nochmal kurz reinmachen. Aber naja, ansonsten, ich hätte jetzt echt gehofft, dass irgendwie mal nachts was spawnt. Aber anscheinend kein wirkliches Glück gehabt. Das sehr schade ist. Aber ich würde einfach mal sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Das war's mit der Folge. Ihr habt was Neues gesehen, und zwar den Harvester, der übelst hilfreich ist. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vergesst den Daumen nach oben und einen Kommentar nicht. Und tschüss.